Eine Produktion kommt zu. So, was können wir noch alles abreißen? Das, das, das. Der Mob ist drauf und dran, ihre Siedlung in Brand zu stecken. Bekommen wir alle Geld für alle, immer. Die Kirche brauchen wir auch nicht. Das lassen wir mal, dafür reißen wir das ab. In ihrer Siedlung fehlt es an Glauben. Nein, echt? Ja, eigentlich können wir die ganze Produktion hier abreißen, weil wir sie einfach nicht mehr brauchen. Dann können wir alles nochmal hier neu hinbauen. Eine Produktion, aber zur Zeit kostet uns das natürlich nur was. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Werkzeuge und sowas bekommen wir jetzt alles nicht mehr, aber ist ja auch egal. Es geht ja nur darum, dass die ganzen Kosten hier verschwinden. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Und dass wir dafür wieder Geld bekommen. Wir haben jetzt immerhin schon 90.000, vielleicht haben wir schon über 100. Alles fertig. Gut, die Haubitzen bleiben hier als Andenken. Und er ist direkt hier drüber gefahren, wie schön. Ja, nichts Spektakuläres halt hier. Der verpisst sich jetzt langsam. Und wir bauen mal... Wir haben natürlich keine Kanonen mehr, super. Zwei Kanonen. Kann ihr Bedürfnis nach Glauben nicht stillen. Was? Tatsächlich, ist mir gar nicht aufgefallen. Stellen wir mal wieder Kanonen her, die brauchen wir jetzt nicht mehr hier. Ich meine ganz ehrlich, so viel wie wir haben 52 Tonnen davon speichern. Bei euch lässt sich immer ein gutes Geschäft tätigen. Wunderbar. Ja gut, das war jetzt nicht wirklich so schwer. Die ganzen werden natürlich jetzt verschwinden. Aber wir bekommen immerhin noch ein bisschen was dafür. 3600. Was haben wir? Und haben wir hier ein paar Kanonen? Haben wir natürlich nicht. Haben wir eigentlich gar nichts. Hat ja gar nichts hier unten. Gut, das wird am Endeffekt, wird das dann alles noch verschwinden. Brauchen wir eigentlich das noch? Läuft randalierend durch die Straßen. Bevölkerung haben wir jetzt zwischenzeitlich mal 5000. Schaut doch einmal. Ich verkehre eigentlich in anderen Kreisen. Doch für euch. Wunderbar, dass ihr euch dafür entschieden. Ja gut, dann sehen wir nämlich deine Schiffe wieder, können die Flotten da schön aufstellen. Boah, das wird schwer. Guckt euch das mal an hier. Das können wir nicht mal eben so machen. Der zerstört uns vollkommen. Was wünscht ihr? Und wir müssen erstmal unsere ganzen Truppen wieder vor aufbauen und sowas. Die Stämme, komm, wir fahren hier oben hin. In ihrer Siedlung greifen weiter um sich. In Marienthal. Ach so, das ist unten. Ich hab gesehen, dass ich euch lästig bin. So, Hendrik Jorgensen gibt auf und verlässt diese Region. Auf Wiedersehen. Ihr seht schon, jetzt sind die ganzen Dinger hier verwaist. Die könnten wir jetzt theoretisch einnehmen. Aber mal ehrlich, was soll's. Ihre Siedlung in Brand zu stecken. Hendrik geht's jetzt weg, hier ist er auch weg. Erster Gegner abgeschaltet. Ihr könnt ganz offen sprechen. Dann kommt nur noch er. Ich werde euch gern anhören. Und sprecht er hier. Nur. Bringt das eigentlich was, mit ihm im Krieg zu gehen? Ich weiß gar nicht. Komm. Warum hasst ihr uns auf einmal? Ich mag ihn ja eigentlich, aber... Dies ist nicht die rechte Zeit für Geschichte. Ich frag mich, ob er uns angreifen kann und so. Und ob wir ihn... Können wir die eigentlich auch angreifen? Ich weiß es gar nicht. Wir können ja zwischenzeitlich mal mit ihm üben, wenn wir Lust haben. So Feier... Alter, was ist denn hier los, ey? Macht mal locker. Boah. Bin ich mal eine halbe Stunde da, schon brennt hier die halbe Siedlung ab, oder was? Fischbach ist ein Feuer ausgebrochen. Ja, toll, danke, dass ihr mir noch Bescheid gesagt habt. Habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Boah, Gott sei Dank, hoffentlich ist das jetzt kein Großbrand, dann haben wir ein Problem. Die Armee ist kampfbereit. Was immer ihr so, ne, dann lassen wir die erstmal alle hier das raus. Zählen die sozusagen dann. So, und dann können wir nochmal ein paar neue bauen. Und Schiffe brauchen wir natürlich noch viel, viel mehr. Wo sind eigentlich unsere zwei großen Handelsschiffe? Ach da, ja, okay. Hier stehen dann sogar noch ein paar. Und wie viel? Das wollte ich mal wissen. 8 Kanonen haben die. Also, naja gut, okay, ziemlich wenig. Oh. Tabak ist jetzt aber auch nicht so toll. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Einkauf Tabak, hä, wieso denn nicht? Wir haben doch hier unten so viel hergestellt und so. Oh, wir haben bestimmt.
bestimmt. Oh, wir haben bestimmt kein Schiff mehr. Oh. Wie mache ich das? Wo ist denn das? Spielmenü. Schiffe durchschalten? Nö. Der Mob ist drauf und Strategie dran, hier. Ihre Siedlung in Brand zu stecken. Ja, hier natürlich fehlt ein Schiff. Nee. Hier ist doch ein Schiff. Fischbach. Ah nee, doch nicht. Ja, was wollen wir da nehmen? Bin ich froh, dass die Gefahr der Pest vorüber ist. Ja, ich weiß. Ganz ehrlich, dann machen wir halt hier noch schnell ein kleines Handelsschiff und dann machen wir, setzen wir das darauf an, dann brauchen wir auch gar keinen Tabak. Müsst ihr mal kurz ohne auskommen, stellt euch nicht so an, die ja. Die Bevölkerung läuft randalierend durch die Straßen. Ist auch egal. 100.000 haben wir erreicht. Tada! Ja. So. Dauert noch ein paar Minuten, die... Ach, hier unten haben wir auch noch überall Truppen. Die Armee ist kampfbereit. Ja, die einen, die stehen da halt zur Schau. Und ihr könnt da mal hoch. Ach, ihr doch auch. Und ihr seid... Alter, haben wir viele Truppen. Gottes Willen. Ihre Bewohner müssen wir mal erzählen, wenn wir... Und protestieren gegen die Missstände. Ja, ihr seid eh gleich weg. Das ist mir relativ egal. Dann reißen wir das noch schnell ab. Sehnt sich nach Gemeinschaft. So, das hätten wir gleich. Ich sehe gerade, unsere Frap-Zahl ist gerade nur noch auf konstant 30 Grad. Obwohl ich auf 60 eigentlich aufnehme. Liegt wahrscheinlich auf der besseren Auflösung. So, wie heißt das? Atlantik 3. Wo war... Ach, hier. Vergesst das immer. Atlantik 3. Machst du das jetzt auch? Perfekt. Wunderbar. Okay, da müssen wir mal schauen. Ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 Truppen, gute Güte. Das ist natürlich nur eine Menge. Ja, wie viel brauchen wir? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Anscheinend ein bisschen mehr. Wir sollten das diesmal strategischer anfangen. Auf jeden Fall sollten wir das... Wenn wir hier siedeln könnten... Naja, nee, da müssten wir erstmal zwei Türme... Uiuiui, das wird schwer. Also wir werden den in die Luft springen, wenn es geht, und dann schnell hier einen hinbauen. Wenn wir nämlich eine Festung hier hinbauen, dann können wir ja schnell und ein paar Waffen mitnehmen oder so. Wie viele Waffen haben wir denn? 42 Tonnen nur noch. Hier, du kannst auch mal wieder arbeiten. Dann haben wir ja genug. Okay. Ja, keine Ahnung. Dragoner, Mörser. Ach, so scheiße. Wir können ja gar nicht mehr so viele bauen. Na, sechs davon müssten noch reichen. Und den Punkt machen wir mal hier. Okay, hier haben wir eine Schiffsversammlung. Ich schicke mal alle Kriegsschiffe, die können ja theoretisch, können die eigentlich auch mit in den Krieg ziehen, aber mir sind die eigentlich ein bisschen zu schade. Wir sind bereit. Brauchen so viele Schiffe. Wohin geht es? 8 Tonnen Tabak. Wann kommt denn mal das Schiff, was hier unten da war? Die Bevölkerung läuft randalierend durch die Straßen. War das das gerade? Wohin geht es? Weiß ich gar nicht. Ne, warte mal, wie heißt die Route? Das war D5. Kakao heißt hier, gut, wo ist unser Kakaoschiff? Kakao 2, das kann ja ganz weit weggefahren sein. Ihre Siedlung in Brand zu stecken. Bitte? Bitte? Wir sind bereit. Ich hab dich doch dahin geschickt, Mensch. Atlantik 3. Ach. Ja, toll, ist auch egal. Okay, ihr seid Kriegsschiffe. Wir haben immer noch 8 Kriegsschiffe. Der Königin, von der Königin können wir nichts mehr erwarten. Die Bevölkerung kann ihr Bedürfnis nach Glauben nicht stillen. Noch scheiße, ist ja doof. So, noch ein paar hiervon bestellen einfach. Ich habe ein kleines Problem. Vielleicht könnt ihr mir ja bei der Lösung behilflich sein. Ja, wir haben sie 20 dann vom Inder. All das Militär. Investiert lieber in etwas, das mein Auge erfreut. Da müssen wir uns im Inder fahren. Weißt du was? Ich habe es mir überlegt.
Ich benötige eure Dienste nicht länger. Gib mir mal ein bisschen was. Der Maharaja ist hocherfreut über euer... Komm, der Maharaja hat eurem Antrag stattgegeben. Tut mir leid, ich wollte dich doch nicht beleidigen. So, da fahren wir hier runter, dann schick... Ach, scheiße, falsche Insel. Da bekommen wir nochmal ein bisschen Kleingeld zwischendurch. Eine Produktion und ein bisschen kommt zum Erliegen. Jade, obwohl wir das eigentlich gar nicht mehr brauchen. Ne? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Okay. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wie viele Kriegsschiffe wollen wir denn bauen? Am besten große, weil die sind natürlich am besten. Die Bevölkerung kann Stoffe 20, Stoffe haben wir denn? Ach, komm, weißt du was, brauchst du mal 10. Nein, natürlich nicht. 6, dann haben wir glaube ich schon alle Schiffe frei. Na gut, bauen wir 6 Schiffe. 6 mal 2, 6 mal 24, was ist das? Zu viel. Kann man uns auf jeden Fall nicht leisten. Unser Kurierschiff ist ja gerade mal da und das bringt auch nicht so wirklich viel mit. Naja, gut.